Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dark Souls LP mit Peter. Hallöchen und mit Christian. Juhu, Hallöchen. Und wir sind in den Katakomben gewesen und ein bisschen habe ich ins Wiki geguckt. Bezüglich der Skelette, die hier überall rumlaufen, die kann man mit diesen Divine Weapons auch direkt töten. Oder halt die Necromancer. Was waren denn nochmal diese Divine Weapons? Ich habe nicht hier so Heiligwaffen. Heiligwaffen, okay. Heiligwaffen, genau. Und ja, wir sind irgendwie sogar intuitiv so ein bisschen richtig gelaufen, weil an die Katakomben, nachdem man hier so einen Boss gemacht hat, grenzt ein Gebiet, wo einer der drei Obermopse auf uns wartet, die wir für das Feuer brauchen, um diese Tür da in der Hölle aufzumachen. Das ist sehr praktisch. Haben wir eigentlich einen von denen schon mal getötet? Ich weiß nicht, ob der Drache dazu zählt. Ich glaube aber nicht. Aber wir haben gar keine Divine Weapon, oder? Nee. Das heißt, wir müssen immer den Obermacker dann... Wobei, das Skelett ist, glaube ich, draufgegangen. Ja, hier ist, glaube ich, kein Necromancer mehr. Ah, ja, genau. Necromancer hier ist nie. Und wir sollten unser Kilax-Schwert doch ein bisschen weiter updaten. Ich weiß nicht mehr, auf wie viel es war. Ich glaube, auf plus 3. Denn die mögen Feuer alle nicht. Ja, ich habe auch häufiger in den Kommentaren gelesen, dass wir zwar festgestellt haben, dass wir damit deutlich weniger Schaden machen gegen die Kristallviecher beispielsweise. Mhm. Aber dass das auch kein Wunder ist, weil wir nun genau, plus 1 haben. Ja. Das werden wir mal in Angriff nehmen, auf plus 3 zu machen. Da müssen wir allerdings wieder zu dem Schmied. Da kommen wir aber über die Feuer relativ easy hin. Da müssen wir nur noch klären, was wir dafür brauchen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Irgendein Kram wahrscheinlich, wie immer. Ach Mann. Also so ein paar Shards haben wir noch, aber mehr auch nicht. Ich denke mal, wir brauchen Sachen, die wir nicht haben. Machen wir Shards oder Chunks? Das weiß ich ja eben nicht. Keine Ahnung. Es ist wieder Zeit. Oh ja. Für Info-Piet. Ach genau, gestorben sind wir an diesen rollenden Skeletten. Echt, wir sind gestorben noch? Ja. Wie frech. Und wie die da teilweise angesprungen kommen. Oh, der holt aus. Oh. Der hat aber auch ein großes Schwert. Zack. Das Problem ist, sich hier zurechtzufinden, finde ich, ist relativ schwierig, weil es sau dunkel ist und sehr verwinkelt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich gerade richtig oder falsch laufe. Offensichtlich nicht allzu richtig. Doch, hier ist eine Leiter. Da sind wir, soweit ich weiß, noch nicht hochgegangen. Oh, das ist gut. Da sind so Explosionsviecher, oder? Was macht man denn gegen die? Ah ja, die Doom-Dinger. Schnell rennen. Hinlaufen und wieder wegrennen. Ah, das funktioniert ja schon mal gar nicht so schlecht. Irgendwas hat der Schaden gemacht. Ja, das. Skelett ist wieder aufgestanden, heißt hier ist irgendwo noch Necro. Nein. Gucken, kann man die. Wir brauchen Demon Titanite, um es abzugraden. Okay. Um es auf plus 5 zu kriegen, brauchen wir insgesamt 10 Stück plus 5000 Seelen pro Upgrade. Ja gut, da sind die Seelen wahrscheinlich unser kleinstes Problem. Kann man die nicht treffen oder bin ich einfach nur zu doof gerade? Ich glaube, der Pfeil geht eiskalt da durch. Glaube ich auch. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass wir hier runtergelatscht sind. Ach so, echt? Kann natürlich sein. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Haben wir nicht viel? Ja, da ist der Anker. Shit. Naja, spring du nicht mal in die Luft. Wir haben uns nicht mal Damage gemacht. Noob. Oh oh. Sag nicht Noob und fall dann da runter. Ach warte, ich falle ja nicht darunter. Ja, Demon Titanite, sagtest du. Nee, das hatten wir glaube ich nicht, oder? Ich denke nicht. Dragon. Nee.
Und ich glaube, auf die Bank habe ich das Zeug noch nicht gepackt. Müsste ich mal gucken. Das würde mich wundern. Ist da nicht zufällig das, was wir gebraucht haben, um, was wir schon mal gefarmt haben? Oder war das was anderes, was wir schon mal gefarmt haben? Achso, ja, das kann sein, dass man den Speer auch damit upgradet. Aber Moment, da muss ich nochmal kurz nachgucken, wo man die Metalls in der Tat kriegt. Kriegt man von Titaner Demons. Ach so. Wer ist das denn? Ach, die. Die kopflosen Hampelmänner da. Davon habe ich gelesen, soll hier einer sein. Moment mal. Die Statuen, die hatten diese Fallen nur, wenn die so ein Schild auf dem Bauch haben. Ah, das weißt du noch. Ne, das habe ich gelesen. Also. Ist Snuggly der Typ mit der... Nee, wer Gorgeous ist... View, ja genau, hier sind wir nämlich rumgelaufen und sind dann... Hä? Scheinbar achso, respawnen. Dann sind wir draufgegangen, achso. Ja. Scheinbar respawnen die Necros aber auch nicht. Wer ist denn Snuggly? Wer ist er denn? Achso, das ist dieser, der Rabe, bei dem man tauschen kann. Der ist, ui, der ist ganz am Anfang, wo wir... Wo du spawnst ganz am Anfang, wo wir nochmal hin sind. Ja, ich erinnere mich an den. Das ist quasi beim Asylum da. Genau. Ja, auf jeden Fall kriegt man einen, wenn man Dunpie mit Snuggly tauscht. Echt? Ja. Oh Gott, ist das nicht das, was wir da weggeschmissen haben immer? Oder weil ich irgendwann nicht mehr aufgenommen habe? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, der Dankbar habe ich dem Typen zu fressen gegeben. Ja, das stimmt, weil das scheiße ja. Quasi. Aber wo man das farmen kann, weiß ich. Das kann man da Richtung Blight Town farmen von den dicken Typen. Man kriegt ein Demon Titanite, wenn man einen Prism Stone mit Snuggly tauscht. Prism Stone? Irgendwas schießt gerade auf mich. Du da. Ganz schön frech. Steh ich mich mal hier hin. Teilweise verkauft. Wenn man Prism Stone. Da, die Dinger. Haben wir 20 Stück von. 1 zu 1? Das ist mir nicht so hundertprozentig sicher. One acquired by trading a Prism. Ah, vielleicht kann man das. Ist das eine einmalige Geschichte? Ach so, ja, das kann natürlich sein. Bei dem Dunpie steht das nämlich auch so. Sonst wäre das nämlich ziemlich krass, dass ich dann einfach mal 20 Stück kriege. Ja. Two found in the chest guarded by two giant sentinels in Anor Londo. Ich denke mal. Ja, wir waren da bestimmt schon. Ja. Oder haben die Truhe verpasst. One found in the chest hidden down behind the first elevator tower in Anor Londo. Und dann nochmal Anor Londo. Can be farmed from the respawning Titanite Demon in Lost Izalith. Wo ist das dann? This area is normally first found after defeating the Centipede Demon in the Demon Ruins. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir da noch nicht sind. Oder Centipede. Was war denn nochmal Centipede? Das ist irgendein Tier oder sowas, ne? War das nicht eine Schabe? Sagt dir das Bild was? Alter, what the fuck? Ich glaube, wir waren da noch nicht. Ne, da waren wir noch nicht. Ich glaube, ich will uns jetzt hier auch nicht zu krass spoilern. Ach, wir stehen alle auf. Aber ist doch komisch, dass die aufstehen, wenn kein Necromancer da ist. Ja, die sind ja, die respawnen. Also nur die Necros halt nicht. Lol. Drecksack. Aber das ging ja noch vom Damage her. Ja, die machen nicht allzu viel. Ich glaube, wir sind auch recht spät hier hingegangen eigentlich. Du hattest, glaube ich, mal gesagt, da hätten wir eigentlich früher hingemusst. Ja. Aber finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Ja, dann haben wir mal wenigstens nicht so eine Mörder-Challenge wie in anderen. Ja gut, außer da kommen rollende Skelette an, die uns irgendwie töten. Oh ja, davon waren ziemlich viele da. Und da müssen wir, glaube ich, auch wieder hin. Zwischendurch so ein bisschen... Gangster-Mucke im Hintergrund. Oh, ja. Im Viertel. Rechts war ein Typ, ist glaube ich. Ja. Ja, bei den Temperaturen müssen wir halt das Fenster ein bisschen öffnen. Ja, sorry dafür, Leute, aber es ist echt ziemlich warm.
Und hier ist kaum Wind durch Lust. Also das bisschen, was wir kriegen, müssen wir mitnehmen. Statt grillen zu gehen, unterhalten wir euch. Hier. Genau. Ah, jetzt bin ich hier oben. Oh, hi Jungs. Da hier, der hat, glaube ich. Da, der hat so ein Schild auf der Brust, siehst du? Ja. Da kommen so Stachelchen raus. Die kommen immer näher. Oh oh. Man muss aber, glaube ich, schon relativ nah dran stehen, damit die Damage machen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, da hinten sind wir nur hin, um da dieses Teil da zu benutzen. Ah ja, stimmt, da konnte man was benutzen. Was das macht, wusste ich da aber, glaube ich, nicht. Weißt du das jetzt? Können wir versuchen, nochmal hinzugehen. Also ich meine, die Pfeile fliegen durch. Ja. Sonst ja, hätte man den schon getroffen. Die kriegen, glaube ich, auch gar keinen Schaden. Die gehen einfach nur dadurch kaputt, dass man die... Ja, wie weit kommt die Kacke denn jetzt da raus? Also, so schon mal gar nicht. Das ist gut. Hi. Vielleicht reicht halt auch, wenn du da so... so eine komische Rolle drüber machst oder so. Naja, die lösen die ja nicht aus, was voll frech ist. Oh ja. Das ist echt frech. Wie er mich locken will, ey. Das hat er echt geschickt. Oh oh. Na, ich sehe kein Schild. Schild auf der Brust. Testen wir das doch mal. Ah, sehr schön. Scheint eine tiefe Information zu sein. Ah, da ist die Reichweite aber auch nicht gerade groß, also... Ich hab nur... Man kann einfach dran vorbeilaufen schon mal. Falls sich meine Erinnerung nicht trübt, sind wir da fast alles reingelaufen. Ja, das stimmt. Ja genau, wir konnten den reinziehen, reindrücken oder rausziehen. Aber irgendwie war mir nicht so ganz klar, was da passiert. Und da wir den letzten Mal, glaube ich, schon benutzt haben, lasse ich die Matte rum. Ach ne, Moment, da hinten die Brücke. Was zum Teufel soll Daten bringen? Jetzt sind da so Stacheln oben. Ja eben. Wie cool ist Daten? Tippe mal, dass man jetzt nicht mehr über die Brücke drüber kommt. Und wir haben die letztes Mal aktiviert. If you know what I mean. Ich geh mal gucken. Sollte man endlich mal Gegner in eine Falle locken können? Wie gesagt, ich glaube eher, dass das der Standardzustand ist der Brücke. Und du da nicht rüberkommst, solange du den Schalter nicht aktiviert hast. Achso, und wir hatten den aktiviert, ja, okay. Ah, da war nichts. Ah, okay. Ja, aber vielleicht laufen uns da mal fiese Viecher hinterher und dann rennen wir schnell dahin und drehen die Brücke um. Man muss aber echt flott sein. Ja, das stimmt allerdings. Weil die Skelette sind, glaube ich, auch recht fix. Jawohl. So, jetzt können wir wieder drüber. Konnte man noch auf die konnte man noch auf der anderen Seite quasi an dem Vorsprung entlang laufen? Hier? Nee, das sieht nicht so aus. Aber da ist auch wieder so eine Brücke, wo man dann so einen Schalter wahrscheinlich. Oh, das würde ich auch sagen, ja. Sind hier auch so verkackte Statuen drin oder was? Stand da ein. Oh ja. Okay. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Das sieht so aus, als wäre hier wieder. Weg. Oder unsichtbare Brücke sah das so aus ein bisschen. Hier ist nichts. Oder doch. Alter Schwede, hab ich gerade erschrocken. Wie asozial ist das denn? Ja. Also für die Leute, die sich dann nicht heilen. Da war so ein Ding. Es ist weg. Ach so, ich dachte, den hätten wir noch. Den habe ich gesehen, aber ich dachte, wir hätten den noch nicht getriggert. Schade, schade. Geiler Scheiß. Ich glaube, den haben wir letztes Mal auch schon gesehen, oder? Und wir sind doch da noch nicht schon mal runtergefallen. Ja, das stimmt. Sind wir denn hier runtergeklettert?
Ich weiß es nicht mehr.